Hi, Paul Kramer hier vom Videocheck und ein kurzes Update. Was gibt es Neues? Herzlich willkommen beim Daily Vlog. Ab geht's! Der absolute Hammer, ich habe den ersten Teil der Unternehmerprüfung für Taxi-Mietwagen bestanden. Den P-Schein habe ich auch schon und jetzt muss ich noch einmal zur mündlichen Prüfung hin, aber ich denke mal, die kann ich ganz gut überzeugen mit meinem Fachwissen. Ich habe Sachen gelernt, die ich wahrscheinlich nie wieder im Leben brauchen werde, aber so ist das immer, so ist das in der Schule auch. Das sind Sachen, die man wahrscheinlich auch googeln kann und, oder Sachen, die mein Steuerberater macht, aber man muss es halt lernen, das gehört dazu, so ist das nun mal. Die Homepage ist online und ihr könnt gucken, www.limopaul, also alles zusammengeschrieben.de und die ersten Termine stehen auch schon fest und jetzt muss ich natürlich meine Prüfung, den Rest noch bestehen, nächsten Donnerstag ist es soweit und dann kann ich meine Lizenz holen und dann kann ich offiziell auch mit der Limo fahren gegen Kohle, weil es ja unter die Mietwagenverordnung fällt und deswegen den Taxi-Mietwagen-Unternehmerschein. Wie gesagt, nächste Woche ist dann Donnerstag nochmal die mündliche und dann bin ich damit durch. Nächste Woche hole ich auch vermutlich die Stretch-Limo, ich muss die noch einmal zulassen. Die steht noch bei Köln und da werden wir dann mal gucken, dass wir das Ding mal langsam zum Laufen kriegen. Da müssen noch ein paar Kleinigkeiten dran gemacht werden, da sollen noch neue Tönungen rein für die Fensterscheiben. Die Felgen müssen nochmal anders gemacht werden, das gefällt mir noch nicht so ganz. Aber ich denke mal, dann kann man damit ordentlich auftreten. Es gibt ja viele Limos oder viele Stretch-Limos Vermieter und das sind dann welche, die das auch teilweise illegal machen, also ohne Lizenz oder irgendwas. Und diese Fahrzeuge brauchen auch eine spezielle Abnahme, eine BO-Kraftabnahme, dass die auch für die Vermietung geeignet sind. Die haben dann auch nicht 2 Jahre wie normalerweise irgendwelche Autos TÜV, sondern die haben dann, müssen dann einmal im Jahr quasi zur Untersuchung hin, um zu checken, ob alles in Ordnung ist, weil man damit ja Personen und Menschen halt transportiert. Was ich auf jeden Fall der Hammer finde und da nochmal ein ganz großes Dankeschön. Wir haben die 10.000er Abo-Marke geknackt. Ich habe noch kein Abo-Spezial gemacht. Ich überlege mir noch irgendwas Schönes für. Da wird es auf jeden Fall noch irgendwas Geiles geben. Also das ist auf jeden Fall der Hammer. Hätte ich nie gedacht, dass ich innerhalb so kurzer Zeit so viele Leute damit erreiche und dass ihr auch Spaß daran habt. Und dafür auf jeden Fall schon mal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Danke! Was steht sonst weiter in Zukunft an? In Zukunft steht natürlich weiter an, das mit den Produkten noch weiter auszuarbeiten. Eventuell soll noch so ein bisschen was anderes mit reinkommen. Da bin ich noch überlegen, was ich mache. Wenn ihr Bock habt auf Stretch-Limo-Videos, dann gibt es natürlich auch noch mal extra eine Playlist mit Limo-Paul. Könnt ihr reinschreiben, ob ihr da Bock drauf habt. Und das wird es auf jeden Fall in der nächsten Zeit hier auf dem Kanal geben. Außerdem steht an, das ICU-Spezial. Ich mache ja für ICU, das ist eine Wildkamerafirma, also Sicherheitskamerafirma, die jetzt auch Personenerkennung und sowas mit drin hat und so weiter. Also ein richtig, der hat da richtig Bock drauf. Und da wollen wir zusammen ein Video machen und da suchen wir einen unwirklichen Ort, an dem man nicht denkt, dass man eine Kamera aufbauen kann, eine Kamera montieren. Und wenn ihr vielleicht eine Idee habt, wo das sein könnte oder irgendwie einen Vorschlag, dann könnt ihr das auch gerne in die Kommentare mit reinschreiben. Also wir sind da wirklich händeringend noch auf der Suche nach einer richtig coolen Location. Also zum Beispiel Zugspitze, so eine kleine Berghütte oder irgendwo an der Nordsee. Irgendwo in Europa soll das auf jeden Fall sein. Und da wollen wir dann ein Video zu machen. Wie das genau abläuft, erfahrt ihr auf jeden Fall auch nochmal hier auf diesem Kanal. Das kann auch sein, dass wir uns 2 Tage lang ins Flugzeug sitzen, immer wieder Flüge buchen und hier und da was filmen. Also je nachdem, wo wir oder was uns einfällt oder was ihr hier auf jeden Fall vorschlagt. Außerdem großes Dankeschön geht an die Leute, die mir immer Sachen zuschicken, Produkte zuschicken. Das freut mich wirklich sehr. Und weil ohne Produkte funktioniert das Ganze natürlich. Und es tut mir auch leid für die Leute, wo ich vielleicht auch mal ein schlechtes Feedback geben muss oder was Schlechtes erzählen muss. Denn ich muss natürlich die Wahrheit erzählen, weil die Leute, die das gucken, die verlassen sich darauf, dass die Sachen hundertprozentig funktionieren. Ansonsten danke ich euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Lasst ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns jeden Tag ja sowieso hier auf Videocheck. Macht's gut, lieber Videochecker. Ciao, euer Paul.